So, und da sind wir direkt mal wieder bei Minecraft. Es geht direkt weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, sprich mit Bäume hacken. Mir ist aber in der Zwischenzeit noch was eingefallen. Ich hatte ja jetzt mal kurz einen Tag Pause dazwischen gehabt, oder zwei, oder drei. Mir ist in der Zwischenzeit mal aufgefallen, dass ich eigentlich mal ins Nether wollte. Das würde aber bedeuten. Oh, ein Apfel. Das würde allerdings bedeuten, kleinen Moment da mal, ich muss mal. Ja, irgendwie sind die Minecraft-Sounds weg. Auch nicht schlecht. Egal, machen wir im nächsten Part wieder Sounds an. Das würde bedeuten. Nee, das stört mich jetzt. Ich mache jetzt mal kurz einen Cut. Geht gleich wieder gut los hier. So, und da geht's direkt weiter. Ich habe mal zusätzlich noch ein Parallelprogramm gelöscht, weil, also deinstalliert, weil es hat einfach den Rechner ein bisschen verlangsamt und das ging mir im Laufe der Zeit ein ganz kleines. Pah, genau. Was? Ach, halt's mal, komm. Genau, IncrediMail war es. Ein schönes Programm an sich, aber es hat mir echt ein bisschen Speicher geraubt hier. Minecraft ist immer noch nicht schneller geworden. Enttäuschend. Ja, wir müssen da noch ein bisschen was ändern. So, ich brauche eine Höhle und eine Spitzhacke. Nö, wir nehmen einfach eine Werkbank mit und da brauchen wir keine Spitzhacke. Unsere Höhle, ich hatte mir eingebildet, ich hatte den Weg gebaut dahin. Aber vermutlich habe ich das bloß geträumt. Ja, irgendwo ging es zu unserer Höhle. Boah, wo war denn das? Sag mal, das ist schon wieder viel zu lange her, wo ich zuletzt in unserer Höhle war. Ich laufe jetzt einfach mal drauf los hier. Boah, nebenbei wollte ich mir auch ein neues Aufnahmeprogramm runterladen. Ging nicht, weil plötzlich alle Aufnahmeprogramme, die ich mir bei Chip, bei unserem guten Chip, Mensch, runtergeladen hatte, virenverseucht waren. Da frage ich mich, wie das sein kann. Ja, vermutlich hat einfach nur mein Rechner irgendeinen Tick oder so. Ich habe keine Ahnung. Das Ding fliegt sowieso irgendwann auf den Kompost. Ah, da ist auch eine Höhle. Gar nicht so dumm vielleicht. Die ist nicht sonderlich groß. Echt mal. Ich grab mich einfach mal nach unten. Ich baue mir jetzt mal schnell meine Werkbank. Mit anderen Worten. Werkbank hierher. Zack. Ja, genau. So, und jetzt? Ja, genau. Hab meine Werkbank gebaut und baue es trotzdem so. Um Gottes Willen, Leute. Zwei. Bitte zwei. So. Was? Technischer Fortschritt, natürlich. Ach so. Wollte gerade sagen, wieso habe ich jetzt bloß eine? So, und da gehe ich jetzt einfach mal nach unten hier ein Stückchen, grabe mich mal nach vorn. Ja, gut, Fackeln habe ich nicht so viele. Können wir notfalls ein paar bauen. Das ist jetzt hier nicht so spektakulär. Ich brauche in erster Linie, und dafür gehen wir jetzt einfach mal immer einen Block nach vorne und einen Block nach unten. Denn ich brauche in erster Linie Eisen. Und Obsidian. Nee, wisst ihr was? Ich mach was anderes. Ich hab hier. Das ist mir nichts. Das ist mir absolut wirklich nichts. Das ist irgendwie scheiße. Ich breche die Zelte ab. Ich lasse die Höhle einfach mal unberührt. Tu ja so, als ob ich gar nicht hier drin gewesen wäre. Das ist echt bitter. Nee, ich muss meine andere Höhle finden. Die ist mir wertvoller. Also das hier, das dieses auf gut Glück gegrabe. Nee. Danke. Lassen wir mal. Aber wie zum Teufel komme ich denn nur zu meiner richtigen Höhle? Wo war denn das, verdammt? Mit Wasser war es irgendwie. Mussten wir durch diesen Teich und dann nur drüber? Wie ist denn das gewesen? Hilfe!
Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Ach, komm hoch, komm. Wie bin ich denn zu meiner Höhle gekommen? Mensch. Ich hatte mir doch einen Weg gebaut. Das habe ich doch nicht wirklich bloß geträumt, verdammte Axt. Jetzt raste ich gleich aus, ey. Das ist hier wirklich. Man spielt fast ein Jahr nicht mehr und vergisst gleich wieder, wo seine ganzen Sachen gewesen sind. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ach, nein, Mensch, wo ist das denn? Wo ist es denn? Hilfe! Am Ende verlaufe ich mich ja noch auf dieser hiesigen Insel. Oh, hier gibt es Zuckerrohr, das ist gut. Nehme ich mit. So, jetzt buddel ich mich hier so ein bisschen durch meine Bäume. Ach, hier, gucke, da! Das ist der. Ach, der hört dann einfach auf. Ja, genau, ich hatte den nicht ganz bis zu Ende gebaut. Das ist das Problem. Mensch, und hier ist doch schon die Höhle, oder? Ja, genau, und da steht sogar an meine Werkbank, mein Ofen. Ach, hör auf, geil, schön. Coole Sache. Ja, müssen wir bloß noch hier runter. Aua. Hier, was? Der hatte ich viel größer in Erinnerung. Ich glaube, ich hatte noch eine Höhle. Ach, Kerl, das ist doch schon wieder schön hier. Das ist doch schon wieder richtig schön. Hier ist die zweite Höhle. Mein Gott, da ging es rein. Und da war auch irgendwo Lava, irgendwo war auch Eisen. Ich muss da ein bisschen jetzt hier graben. Keine Panik. Uah, es kommen bessere Zeiten. Da war meine kleine Treppe, meine künstliche, wo ich natürlich jetzt gerade mal nicht runtergehe. Flatsch, wieder aufs Maul gepackt. So. Ja, genau, meine schöne Treppe. Ach, die war aber auch weit. Die ging wirklich gut bis nach unten durch. Also ohne Scheiß. Kein Scheiß, ja. Also die ist wirklich gut. Da muss ich mal gucken, was hier hinter diesem Kies ist. Kies ist auch eigentlich ganz gut, fällt mir gerade so ein. Den brauchen wir vielleicht mal. Ne, meistens ist hinter Kies irgendwas. Da geht es irgendwo weiter, ist noch irgendein Durchgang. Was macht denn mein Spiel hier gerade? Verarscht mich ein bisschen. Der Kies, der fällt hier spät bis gar nicht nach unten. Das hatte ich zugebaut schon, da ist Kohle. Oh, da geht es nach unten, ich brauche irgendwo Eisen. Ich meine, ich habe ja auch Eisen schon im Inventar, notfalls haben wir ein bisschen was in unserer Hütte. Wichtig sind aber auch wirklich Diamanten. Diamanten, ganz wichtig, weil anders können wir keinen Obsidian abtragen. Wir brauchen natürlich aber auch Lava. Sollte man mal nicht vergessen. Boah, was ist das krass, Alter. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ist das tief? Da ist Lava, das ist gut. Gut zu wissen. Mir geht es jetzt trotzdem in erster Linie mal ums Eisen. Mit Eisen kann ich mir einen Eimer bauen. Mit Eimer kann ich mir Lava und Wasser entsprechend abschöpfen. Und kann mir mein Obsidian somit selber farmen. Wenn es denn nötig ist. Aber. Boah, ist das krass. Das habe ich nicht mehr so in Erinnerung, Leute. Echt mal. Huh. Ist das ein Stollen hier? Das, wie gesagt, mir kackt hier gerade ein kleines bisschen irgendwie die Aufnahme ab. Das ist nicht schön. Deswegen wollte ich auch ein anderes Aufnahmeprogramm haben, weil eben dieses Bandicam, mit dem ich hier ständig aufnehme, wirklich ganz schön an den Nerven zerrt. Das reißt ganz schön den Prozessor nach unten hier. Nicht schön. Ja, wie komme ich jetzt an Eisen? Boah, grabe ich einfach so einen Stollen geradeaus? Ah, keine Ahnung. Ich höre hier überall die Lava brodeln, das ist mir zu heiß. Haha, zu heiß. Wo habe ich denn jetzt die Lava eigentlich gehabt? War das hier? Ja. Ja, und da würde ich hier einfach mal jetzt durchgraben. Ich mache einfach mal einen kleinen Stollen. Hier. Also irgendwie leckt es mir hier rum. Das kann nicht sein. Was ist denn hier überhaupt der Firefox offen? Das ist ja ein richtiger Arsch. Mit Firefox kann ich nicht so. Hier, ja, da, was ist denn das? Hier, jetzt erst. Das ist ja komisch. Das habe ich ja noch nie erlebt. Also, da muss ich nochmal das Spiel neu starten. Dann, das haut ja nicht hin hier. Kann also nicht arbeiten.
Jetzt ist der Block und jetzt ist er weg.